Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eigentlich müsste ich sagen, zu dem aufwendigsten Video auf meinem Kanal ever. Ich habe allen Ernstes 6 Stunden lang gedreht und sitze jetzt hier und drehe mein Intro. Ihr habt bestimmt schon in der Überschrift gelesen, was Thema dieses Videos hier sein wird. Und zwar habe ich mir 100 Schichten Nagellack auf meine Nägel lackiert. Inspiriert wurde ich dadurch durch ein Instagram-Foto und durch die liebe Coco von Cosmo. Ich werde euch mal ihren Kanal in die Infobox verlinken. Also vielen Dank für deine Videoidee. Falls ihr sehen möchtet, wie das Ganze Step-by-Step funktioniert und wie das Ganze dann am Ende aussieht, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. I met a true bookie in the state of my mind. Now I know a lot of rookies coming over for the title. But I don't wanna fight, I just roll the dice. Do it for the money, yeah, do it for the price. Take it like a man, I don't take advice. Putting money on the table like a Russian with the spice. We just go no, 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 no. You just can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. You just can't come close, come close. I'm looking for the loco, loco. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it, I just wanna get it. Going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it, I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No, 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 no. No, it can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, press, roll, pick up the gold. Taking no loss, am I sitting no more? No stress, go, pick up the flow. Paying no dues, am I sitting no more? I got plenty more to say about the topic, the way I profit. I just went into the store and then I bought it. Yeah, you know, got it for the very low. All them new additions I've been putting on the payroll. All this, I get emotional just thinking about it. Last week I won the poker with my drinking buddies. All this money coming in and yeah, of course the limo riding. I just hope to keep my focus how I live about it. No, 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 no. No, it can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, yeah, no, 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 no. We just go no, 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 no. No, it can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it, I just wanna get it. Going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it, I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No, I don't wanna hear about your front. Lot of bad stories coming out of one joint. I met a true bookie in the state of my mind. Now I know a lot of rookies coming over for the title. But I don't wanna fight, I just roll the dice. Do it for the money, yeah, do it for the price. Take it like a man, I don't take advice. Putting money on the table like a... Ich habe euch das Ganze natürlich im Schnelldurchlauf gezeigt, weil das Video sonst wirklich den Rahmen gesprengt hätte von der Länge her. Und es sieht wirklich so crazy aus. Und falls ihr jetzt Angst habt, dass ihr das nicht mehr abbekommt, also ihr seht, meine Nägel sind wieder heil. Also es war nur die Hand, die ich da demoliert habe. Und falls ihr wirklich sehr, sehr viel Langeweile in den Sommerferien habt, dann könnt ihr das ja mal gerne machen. Ist echt ein netter Zeitvertreib, der aber auch wirklich die Nerven reizt, muss ich wirklich dazu sagen. Ich dachte mir so, wann bin ich endlich fertig? Ich will endlich das fertige Ergebnis sehen. Und manchmal war ich sogar so ungeduldig, dass ich dann nicht mehr gewartet habe, bis die nächste Schicht getrocknet ist, sondern wirklich nur ein paar Sekunden gewartet habe und direkt mit der nächsten Schicht weitergemacht habe. Das war nicht Sinn der Sache, aber ohne Witz, Leute, 6 Stunden, das war so heftig. Daher würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir auf dieses Video einen Daumen nach oben geben würdet für die ganze Mühe. Was heißt Mühe? Also
für die ganze Zeit einfach. Das war einfach so heftig, aber ich wollte es euch unbedingt mal zeigen, weil ich das so krass fand. Ansonsten würde ich das Video hiermit beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und den Rest findet ihr in der Infobox. Bis bald. Ciao.